Ja, wir fanden erstmal sympathisch, dass die SPD versuchte, mit den Herrschenden in Kontakt zu kommen, um diese harte Konfrontation aufzuweichen. Und wir fanden es zum Kotzen, dass sie immer nur mit den Herrschenden redeten und nicht mit uns. Und dieser Konflikt ist ja bis heute in der Diskussion um die Ostpolitik immer noch da. Egon Bahr ist ein Januskopf. Ein Vorreiter der Entspannung und eine Kanaille der Machtpolitik mit einem totalitären Regime. Und was da historisch bedeutender ist, darüber gehen die Meinungen heute sehr auseinander. Und der Kniefall vom Brandt mir persönlich kam das vor wie kalkuliertes Theater der Weltgeschichte. Rein politisch fand ich das richtig. Aber der Mensch besteht nicht nur aus politischen Zwecknützlichkeitsüberlegungen. Ich glaube, ich fand es mehr gut als schlecht. Und man selber kann oft gar nicht einschätzen, wie die emotionale Wirkung auf breite Volksmassen ist. Weil das sieht ja jeder mit seinen Augen, mit sehr verschiedenen Interessen. Ich glaube, es war gut, dass er das gemacht hat.